Sie halten es. Kann ich auch nicht fragen. Haben Sie keinen Friseur, mit dem Sie reden können? Erstaunlich. Sieben, sechs, acht, acht. So, haben wir das schon mal? Dann gucken wir mal. Das Ganze mal zusammensetzen. Das ist auch wieder so ein Minispiel. Mann nicht mehr liebt. Also der Brief zeigt, dass Melanie Peters ihren Mann nicht mehr liebt. Muss ich noch eben kurz machen, dass das hier auch als abgehakt gilt. Hey Kollege, kann ich dir... Bei dem weißen Pulver aus dem Safe handelt es sich um Kokain. Gestreckt wurde es mit einer hier unüblichen Sorte Maisstärke. Ciao. Gut, dann fragen Sie. Ich hätte diesen Brief nie schreiben sollen. Dieser verdammte Brief. Welche Beziehung ist schon perfekt? Unsere war es von Anfang an nicht, aber sie hat funktioniert. Bis vor kurzem zumindest. Kokain im Safe? Darüber weiß ich nichts. Ich habe seit langem vermutet, dass Svens Geschäfte nicht ganz legal waren. Aber beweisen kann ich es nicht. Ich weiß rein gar nichts über Svens Geschäfte. Natürlich nicht. Auf Wiedersehen. Sie halten es. Ich weiß nicht sehr viel darüber. Jedenfalls war es immer lustig, Ihre sogenannte Ehe mit anzusehen. Ich weiß nur, dass die Beziehung zwischen Sven und Melanie nicht die beste war. Nicht doch, Herr Kommissar. Sven hatte hier und da kleine Geschäfte am Laufen, aber ich war nie dabei. Von wegen mittendrin. Er wollte ja immer alles allein regeln. Haben Sie keinen Friseur, mit dem Sie... Ich bin gleich wie Kollege Naseband.
Wie waren die Vernehmungen von Melanie Peters und Jan Kunze? Gut, die beiden waren sehr gesprächig. Nur weil sie viel sagen, heißt das noch nicht, dass etwas Brauchbares dabei ist. Ich glaube schon. Glauben hilft uns nicht. Wir brauchen Fakten und Beweise. Apropos Beweise. Solltest du im Laufe des Falles auf Kokain stoßen, sprich es bei den Vernehmungen nicht an. Warum nicht? Wir ermitteln gerade gegen einen Drogenring, der ebenfalls in dieser Geschichte mit drin hängt. Sagst du mir sehr früh. Und wir wollen die Herren nicht unnötig auf uns aufmerksam machen. Drogenring? Ich kann dir nicht viel sagen, aber wir verfolgen die Spur eines Drogenbarons namens Stanek Staffer. So, genug. Jetzt will ich interessante Neuigkeiten hören. Lassen wir die Mordnacht Revue passieren. Was ist am Vorabend des Mordes in der Bar passiert? Richtig. Und Sven Peters hat die Schlägerei beendet. Interessant wäre zu wissen, was dann passiert ist. Aber darauf haben wir ja einen Hinweis. Und zwar das Blut auf der Sitzbank. Von wem stammt dieses Blut? Richtig. Jan Kunze wurde von Sven Peters ausgenockt und auf die Sitzbank gelegt. Das heißt, Jan Kunze könnte zur Zeit des Mordes in der Bar gewesen sein. Was für ein Alibi hat er denn? Richtig. Aber Beweise dafür hat er nicht, was uns nicht wirklich weiterhilft. Nun gut, reden wir über Melanie Peters. Was für ein Alibi hat sie? Das hat sie nicht ausgesagt. Lies im Protokoll nach. Willst du die Frage noch? Dann auf ein neues. Nun gut, reden. Was für ein Alibi? Genau. Womit wir wieder bei Jan Kunze wären. Hat sich schon geklärt, wie sein Armband in die Bar gekommen ist? Alles klar. Ziemlich hinterhältig, die Dame. Was hast du noch gefunden? Weißes Pulver? Was genau ist es denn? Kokain also, wie ich schon vermutet hatte. Wie gesagt, sprich bitte bei deinen Vernehmungen das Kokain nicht an. Das letzte Stück aus der Sammlung ist ein Schraubenzieher, gefunden in einem Safe. Was hast du darüber rausgefunden? Gut, dann haben wir ja zumindest die Mordwaffe. Nun fehlt noch der Täter. Ausgezeichnete Arbeit. Versuche mehr über den Fall herauszufinden. Endlich haben wir Hagen Rüdiger in die Finger gekriegt. War gar nicht so einfach, ihn zu finden. Das heißt, ich kann ihn jetzt auch vernehmen? Stimmt genau. Du kannst ihn ab sofort vernehmen. Ganz netter Kerl. Ein bisschen zu ruhig vielleicht. Bis später. So, um mal eben zu demonstrieren, wie das funktioniert. Einfach hier draufklicken. Wenn ich jetzt auf Ja klicke, steht hier halt, was ich so machen muss. Ja. So. So, damit ich das auch mal demonstriert habe. Das gleiche würde passieren, wenn ich an einem Tatort bin, ja, und dort den Kommissar, den ich dabei habe, auch ansprechen. Und ich würde da sagen, ja, ich brauche Hilfe. Dann würde das auch hier so auftauchen. Ob ich das oder das mache, wäre egal. So. Machen wir jetzt erstmal die Vernehmung. Oder die machen wir, würde ich sagen, nach einer kleinen Pause. Ciao. So, wollen wir mal Hagen Rüdiger vernehmen. Das hoffe ich doch. Ich will genau, wie Sie Svens Mörder hinter Gittern sehen.
Ich habe mit Bomber 3 Bier getrunken und bin ziemlich früh abgehauen, weil ich noch einen Kumpel treffen wollte. Das ist alles. Der Typ ist ein einzig wandelndes Problem, wenn Sie mich fragen. Deswegen haben meine Kumpels und ich ihn auch aus der Gang geworfen. Da erzähle ich Ihnen nichts Neues. Jeder weiß doch, dass Kunze ein massives Alkoholproblem hat. Er verliert nach kürzester Zeit völlig die Kontrolle. Angeblich leidet er unter Alkoholunverträglichkeit. Das ist doch stadtbekannt. Sie ist Svens Frau. War Svens Frau, meine ich. Nettes Mädel. Nicht zu fassen, dass er tot ist. Wir kannten uns schon sehr lange. Wir waren Freunde und Geschäftspartner. Da gibt's nichts zu erzählen. Die Biker Bar ist eine Bar für uns Biker, wie der Name schon sagt. Ich bin eigentlich fast jeden Tag in der Bar. Gefällt mir dort. Was für ein Safe? Ich weiß nichts von irgendeinem Safe. Wo sollte das Ding denn sein? Hinterm Tresen, wie im Fernsehen? Ich glaube, es gehört Kunze. Sagen Sie es mir, sonst wissen Sie doch auch alles. Bei Sven und Melanie lief es in der letzten Zeit beschissen. Ich habe da nichts kaputt gemacht und ich habe mir auch nichts vorzuwerfen. Also das sage ich mal nur, weil ich das immer so schnell wegdrücke, ist mir jetzt mal so aufgefallen. Nur im Grunde frage ich ihn immer das Gleiche, nur auf eine verschiedene Art und Weise. Ich habe nun wirklich keine Ahnung, wovon Sie reden. Hören Sie, ich weiß nichts über diesen Safe und das Kokain. Ich habe nichts damit zu tun, verdammt. Warum sollte ich mit jemandem kooperieren, der mich von vornherein für schuldig hält? Ich war ganz bestimmt nicht in der Biker-Bar. War er nicht. Ich war auf den Landstraßen unterwegs, hab mich treiben lassen. Nur ich und mein Bike. Nur du und dein Bike. Ich hoffe nicht. Gucken wir mal, was sie noch zu sagen hat. Gut, dann fragen Sie. Hagen ist ein guter Freund von mir. Sven und er konnten sich gut leiden und haben öfters Geschäfte miteinander gemacht, obwohl sie verschiedenen verfeindeten Gangs angehören. Klingt seltsam, ist aber so. Auf Wiedersehen. Sie halten es wohl nicht lange ohne mich aus, was? Kann ich verstehen. Ein Mann, ein Bier. Das ist mein Motto. Keinen Alkohol zu trinken ist auch keine Lösung. Solange ich nicht vom Bock falle, ist alles in Butter. Ich habe kein Problem mit Alkohol. Ich weiß immer, wann Schluss ist. Hagen ist ein Bekannter, klar. Ich kenne ihn von den Snakes. Aber wir haben uns nie Briefe geschrieben oder Händchen gehalten. Sorry. Hagen hängt wie alle Rocker oft in der Bikerbar rum. Er steckt mit Peters unter einer Decke, wenn es ums Geschäft geht. Ich wollte nur sagen, dass Melanie und Hagen ziemlich gut befreundet sind. Mehr als gut, würden manche vielleicht behaupten. Haben Sie keinen Friseur mit dem... Jetzt würde sich das glatt nochmal lohnen, mal zu gucken, was sie dazu sagt. Gut, dann fragen. Ich habe meinen Mann geliebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, etwas mit einem anderen Mann anzufangen. Aha, sie streitet es also ab. Auf Wiedersehen.
Mal sehen, was er dazu sagt. Und zwar? Wo haben Sie das denn her? Melanie und ich sind Freunde. Hören Sie, ich habe keine Affäre mit Melanie. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Großartig. Aha. Hey, Kollege, kann ich dir vielleicht helfen? Ciao. Im Moment nicht. Und? Hast du was von Hagen Rüdiger erfahren? Er war nicht besonders kooperativ. Ja, der ist nicht leicht zu knacken. Außer vielleicht von gewissen Damen, was mich auf Melanie Peters bringt. Sven und Melanie dürften ordentliche Eheprobleme gehabt haben. Das stimmt. Um ihre Ehe stand es nicht gut. Kein Wunder, dass Hagen Rüdiger in der Nähe war. Ach so. Ich will niemandem etwas unterstellen. Sehen wir uns lieber die Fakten an. Gleich mal zum wichtigsten Punkt. Was gibt Hagen Rüdiger als Alibi an? Sehr gut. Aber wieder einmal so, wie es kommen musste. Keine konkreten Beweise. Ich habe gehört, es gibt mit Herrn Rüdiger ein paar Probleme. Welche seiner persönlichen Daten hast du bekommen? Dann hast du mehr von ihm bekommen als wir? Schau bitte nochmal nach. Willst du die Frage noch einmal beantworten? So, jetzt sag ich mal nein. Später. Dann könnte man jetzt hier nochmal in die Beweise zum Beispiel schauen. Du könntest auch nochmal hier. So. Ich habe gehört, es gibt mit Herrn Rüdiger ein paar Probleme. Welche seiner persönlichen Daten hast du bekommen? Ganz genau. Aber er ist ein widerspenstiger Kerl. Für den müssen wir uns noch was überlegen. Er hat doch noch jemand anderen erwähnt. Einen gewissen Bomber, glaube ich. Wer ist dieser Bomber? Richtig. Ein Freund von Hagen. Den werden wir gleich mal vorladen. Hagen Rüdiger kann sicher mehr über seinen Kumpel erzählen. Was hat Hagen Rüdiger noch über Jan Kunze gesagt? Ah, ein Alkoholproblem. Deswegen wohl auch die Schlägerei in der Bar am Vorabend. Seine Frau Melanie Peters könnte der Grund dafür gewesen sein. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Melanie Peters und Hagen Rüdiger? Ja, aber merkwürdig, ob da nicht noch was im Busch ist? Jemand hat, soweit ich weiß, eine mögliche Affäre angedeutet. Wer könnte denn diese Affäre haben? Genau, das würde auch viel besser passen, aber warten wir es ab. Er kann jetzt von uns jederzeit vorgeladen werden. Ein weiterer Zeuge oder ein Verdächtiger? Nun, das musst du jetzt herausfinden. Sollte aber nicht schwer werden. Er scheint mir ziemlich vernünftig zu sein. Philipp hat es übrigens geschafft, einen Schuhabdruck von Hagen Rüdiger zu nehmen. Den werde ich mir gleich noch genauer ansehen. Sieh zu, dass du die restlichen Beweise und Aussagen auftreibst. Los geht's. Bis später. Bis später also. Hey Kollege, kann ich dir vielleicht helfen? Ciao. Ich dachte, der hätte ihn, aber vielleicht habe ich ihn auch schon in der Fallakte. Wollen wir mal gucken.
Hier wollen wir uns den mal angucken hier. Den Vogel. Ja, worum geht's denn? Im Steppenwolf? Warum fragen Sie mich das? Ich war gestern nicht in der Bar, ist nicht unbedingt mein Ding dort. Ich habe aber gehört, dass da ein Mord passiert sein soll. Hagen? Ist ein guter Freund und Geschäftspartner. Bei unseren Geschäften hat er das Sagen. Manchmal helfe ich ihm in seiner Garage. Sagte ich Garage? Ist eigentlich nur ein Schuppen, nicht der Rede wert. Nichts Besonderes. Ab und zu werden dort Bikes repariert. Leute kommen, schrauben an ihren Böcken rum, gehen wieder. Warten Sie, lassen Sie mich nachdenken. Ja, ich bin am Überlegen. Moment. Wir waren am besagten Morgen gegen 3 Uhr bei der Bar. Ja, aber ich habe draußen gewartet, weil ich den Schuppen nicht leiden kann. Hagen hatte kein Blut an seinen Klamotten, als er herauskam. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin müde. Was interessiert mich, mit wem Hagen etwas hat? Hagen hat momentan keine Affäre. Auch nicht mit Melanie. Ich weiß nichts über ihn. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Ach, Mad Dog ist ein guter Freund von Sven. Ein wenig zu übereifrig und dabei arrogant. Ich kann den Typen nicht leiden. Ich kann Ihnen nicht viel über Mad Dog sagen, da ich mit dem Typen kaum zu tun gehabt habe. Einige Leute haben gemeint, dass er ein bisschen wild wird, wenn er zu viel getrunken hat. Ich kenne den Typen nicht richtig. Ich kann Ihnen nichts über ihn sagen. Das Aushandeln von Geschäften war immer Hagens Sache. Ich mag den Laden nicht sonderlich. Was soll ich sagen? Ich kann den Schuppen wirklich nicht leiden. Zu viele Penner treiben sich dort rum. Hellriders und ähnliche. Die Bar ist ein Bikerschuppen. Sven hat den Laden dort geschmissen. Für Geschäfte ist die Bude ganz in Ordnung, aber privat interessiert sie mich nicht. Lassen Sie mich überlegen. Ich war die ganze Nacht bei meiner Freundin. In Ordnung, melden Sie sich einfach. Und zwar? Kann ich. Großartig. Ich weiß nicht, ob ich ihn über sein Alkoholproblem noch weiter befragen kann. Vielleicht gibt das ja auch sogar zu. Hat er doch, glaube ich, schon, oder? Sie halten es wohl nicht lang. Was sollte ich mit dem Typen zu tun haben? Just ist Hagens Mädchen für alles. Ein ziemlich dummes Mädchen und hässlich obendrein. Vielleicht hatte er ja etwas mit dem Mord zu tun. Was weiß ich. Haben Sie keine... Nee, ich hab keinen Friseur, den hat der Naseband immer. So. Gut, dann fragen Sie. Gib mir im Moment nichts. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss, Hilly. Das kann ich im Moment nichts machen. Haben wir noch irgendwelche Beweise offen? Sieht nicht danach aus. Ich guck mal, ob der Techniker dürfte aber eigentlich... Hey, Kollege, kann ich dir Ciao. Ciao. Nix. Bruno Joost, vielleicht sogar ein potenzieller Täter. Er scheint seine Ruhe wirklich zu lieben. Wir sollten gleich die Aussagen durchgehen. Nur mit der Ruhe. Mich würde vor allem interessieren, ob du auf eine Sporttasche von Herrn Joost gestoßen bist. Eine Sporttasche? Nein, bin ich nicht. Welche Sporttasche? Eigentlich nicht wichtig für deinen Fall, aber uns würde es beim Aufdecken des Drogenrings helfen. Eine Sporttasche?
Ja, eine Sporttasche, gefüllt mit bestem Kokain. Ich verstehe, trotzdem leider nein. Lass uns in deinem Fall weitermachen. Vielleicht hat er sich ja verplappert. Sehen wir uns doch gleich wieder das Wichtigste an, sein Alibi. Wo war Bruno Joost laut seiner Aussage zur Tatzeit? Ganz genau. Und dieses Mal konnten wir das Alibi sogar bestätigen lassen. Damit scheidet Bruno Joost als Täter mit sehr großer Wahrscheinlichkeit aus. Trotzdem scheint er irgendwie in die Sache verwickelt zu sein. Wie steht Bruno Joost denn zu Jan Kunze? Jan Kunze und Bruno Joost konnten sich also nicht ausstehen. Alles klar. Bruno Joost kann uns sicher noch einiges über Hagen Rüdiger sagen. Ich habe gehört, er hat eine Aussage von Hagen Rüdiger bestätigt. Richtig. Und das erklärt auch die Schuhabdrücke. Aber vielleicht weiß Bruno Joost etwas über die angebliche Affäre von Hagen Rüdiger und Melanie Peters. Hat Bruno etwas zur Affäre von Hagen und Melanie gesagt? Ja, aber ich glaube, Bruno Joost wird über seinen Freund Hagen Rüdiger nicht viel sagen. Vielleicht ist Bruno Joost ja zufällig etwas über Hagen Rüdiger rausgerutscht. Kannst du dich erinnern, was das gewesen ist? Tatsächlich, eine Garage. Halleluja, endlich ein neuer Anhaltspunkt. Untersuche die Garage gründlich. Uns darf nichts entgehen. Bis später. Bis später. Diesmal keiner dabei? Doch, da vor der Tür.